My passion is understanding the mechanisms of diseases. I am eager to understand how cancer develops. It is vital, not only to provide knowledge to our society, but also to understand how we can prevent and eventually cure cancer. Krebszellen haben einen veränderten Stoffwechsel. Sie sind hungrig und wachsen schneller als gesunde Körperzellen. Christian Frezza hat entscheidende Erkenntnisse gewinnen können, die die Regulierung des Zellverhaltens und Schicksals steuern. Das Ziel? Das Wachstum von mutierten Zellen stoppen, um so Krankheiten wie Krebs einzudämmen. Christian Frezza ist ein herausragender, international anerkannter Wissenschaftler. Seine Humboldt-Professur ist ein großer Erfolg und wir freuen uns sehr, dass er unser Kollegium bereichern wird. Durch die Gründung des neuen Instituts für Metabolomics, Aging and Cancer, das er leiten wird, können wir in neue Gebiete der Krebsforschung vorstoßen. Das wird für die gesamte Forschungslandschaft von großer Bedeutung sein. In Köln wird er seine interdisziplinäre Forschung zur Stoffwechselphysiologie weiterführen, die auch bei der Behandlung von altersbedingten Erkrankungen wie Diabetes von großem Nutzen sein kann. And metabolomics is one of these workhorses that I aim to bring to Cologne and to make it one of the best places in Europe and in the world to understand dysregulated metabolism in the process of aging. We can really completely revolutionize the way we treat it.